Hallo, damit herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer weiteren Folge im Thief Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Ja, Happy Halloween und so eine Scheiße halt, bla bla bla. Denn, ja, es ist soweit. Heute ist wirklich Halloween. An dem Tag, wo ihr auch dieses Video, ne, was ist, wenn ihr es seht, weiß ich nicht, aber wo es rausgekommen ist auf jeden Fall. Und normalerweise sollen wir jetzt die Spezialisierung mit dem Schlafgas lernen, aber ich habe mich entschieden, wir machen heute nochmal eine zweite Special-Folge und die Special-Folge ist nochmal im Horrorhaus, beziehungsweise im Haus des Teufels oder die Teufelshöhle oder nennt es, wie ihr es wollt. Ich habe aber noch einen Tipp durch die Kommentare bekommen. Generell, ich habe die letzten Folgen vorproduziert, wundert euch nicht. Gehe ich dann in der nächsten Folge, in der regulären Folge wieder mit drauf ein. Aber was ich schon mal vorab gelesen habe, war das Fernglas hier. Und dafür brauche ich Wahrnehmungsstufe 2, weil dadurch kann ich diese Masken sehen. Und es hieß, die Masken lohnt sich. Ja, und deswegen werden wir jetzt hier im Fähigkeiten Wahrnehmungsstufe 2 das Ganze einmal lernen. Wenn wir haben noch 4 Punkte, die wir hier vergeben können. Das ist natürlich alles extrem gut. Und werden jetzt im Steel Gear Fernglas, kostet ja auch nur 4000. Genau, da habe ich das nämlich hier. Und dann sollen wir das dann ja angeblich sehen. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich wäre vielleicht beeindruckt werden, schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, wie das so wird. Oder auch nicht. Und so. Halloween. So, Wahnsinn. So, also. Gehen wir mal ins Fernglas rein. Ah, da lief er nämlich gerade. Ah ja, gucke an. Funktioniert ja schon mal ganz gut. Der ist jetzt ins Haus gerannt. Aber, wie ja hier das so war, wird der Typ ja uns nicht angezeigt. Wie im Hardcore-Modus, sofern ich das richtig verstanden habe. Das wäre natürlich... Oh. Der ist wieder rausgekommen, aber... Ja, und damit haben wir es dementsprechend auch verloren. Sehr gut. Ja, wer hätte das denn gedacht? Okay, dann nochmal. Okay, aber die Dinger werden nicht permanent angezeigt, sondern immer nur eine Weile mit gewissen Abklingzeiten. Na gut. Alter. Okay. Sollte ich vielleicht hinten rum rein? Wäre das. Beim letzten Mal bin ich auch einfach vorne reingeschlichen. War auch nicht das Problem. Ich meine, ich kann auch hinten rum rein. Ist mir auch egal. Oder zur Seite. Also, je nachdem, wie es den Herrn so gefällt. Ah, da ist er. Ist er das? Ja, das ist er. Okay, er geht jetzt drüben rein. Das heißt, also der ist jetzt auf der anderen Seite. Und ich glaube, da gibt es soweit auch erstmal... Oh ja. Da gibt es soweit erstmal keine... Oh. Keine Probleme. So, dann gehe ich erstmal hier rein, denn dann sind wir nämlich hier oben erstmal mehr oder weniger safe. Ist aber dunkel geworden hier. Okay, hier wird jetzt uns erstmal alles mehr oder weniger so halbwegs markiert. Was eventuell... Vielleicht ist es so generell nur die Wahrnehmung, ich weiß es ja nicht. Den Safe hat man ja beim letzten Mal schon geknackt. Okay, hier ist noch der Halloween-Kürbis. Hier ist noch so eine Schatulle. Hab ich? Ich hatte ja mal noch so eine Gruselmaske gehabt, aber... Ach hier, verfluchte Maske. Die soll ich hier irgendwie ablegen. Okay. Eine. Und jetzt brauchen wir noch 3. Ich
glaube, hier oben bewegt sich eh keiner hin. Also ich habe es nicht ausprobiert. Okay, hier ist nichts. Er rennt, er stürmt und so. Also glaube, hier oben haben wir ja beim letzten Mal schon alles mehr oder weniger. Und hier habe ich ja auch die eine Maske her. Ah ne, warte mal, hier ist noch eine. Okay. Ich glaube, wir müssen... Plus hier unten liegt noch irgendwas außerhalb. Also wir müssen auf jeden Fall noch nach unten. Deswegen. Aber hier oben sind wir erstmal mehr oder weniger sicher. Schraube. Okay. Brieftasche kann man immer nehmen. Geld kann man immer nehmen. Noch eine Schmuckschatulle. Ah, hier ist noch eine Maske drin. 666 Truhenschlüssel. Och, der Ernst. So, warte mal, hier ist Geld. Da ist eine Bohrmaschine. Hier ist eine alte Tischuhr. Das ist gerade im Haus. Die Maske habe ich da oben abgelegt. Synthesizer. Ein guter Beamer. Ja. Ich brauche noch zwei solche Masken. Schleppt das gerade auf der Treppe? Holzsack. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Maske. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach unten. Low-End-Laptop. Walkie-talkie. Ja, Schmuckschatullen schadet ja hier schon mal nicht. Aber so einen wirklichen Schlüssel habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Aber hier rein komme ich auch nicht. Okay, warte mal, ich glaube, da war er gerade. Ja, da ist er. Wir müssen hinten hin. Genau, der rennt jetzt hier gerade rum. Hier ist auch irgendwas zum Graben scheinbar. So ein X, was auch immer. Ach, hier. Ah, eine Maske. Schön. Da haben wir 2, 3, jetzt brauche ich nur noch eine. Und die ist unten im Keller. Jetzt habe ich den Typen aber aus den Augen verloren.
Okay. Weil er kann ja auch im Keller sein, will ich jetzt halt nicht, wo er hingerannt ist. Das ist so ein bisschen die Problematik gerade. Wenn der am Haus ist, ist ja alles easy. Aber so. Zumal wir ja nochmal ins Haus müssen. Na. Guck mal, hier ist auch noch eine X. Na, guck mal. Lagerfeuer. Geld. Geld. Noch eine Brieftasche. Okay. Geld. Ah, der hat Rundschlüssel. 666. Ich habe es dem Boni. Ich bin unentdeckt, also er kann mich nicht sehen. Gut. Wenn ich muss mal halt Reis ausnehmen. Ich meine, wenn er uns jetzt hier unten catcht, dann scheiße. Aber dann ist es halt so. Männlicher Schädel, okay. Okay. War jetzt hier nicht noch irgendwo eine Maske? Ach, die sind in den Kack-Tresor drin, wa? Ich meine, ich könnte mir das jetzt von oben auch holen, aus der Truhe. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal hier rüber. Solche Truhen hier raus zu boxen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Keine großen Anstalten machen. Außer Sichtweite bleiben. Wir müssen ja. Na gut, so weit aus der Sichtweite auch nicht. Ich würde ihn gern schon noch sehen. Oh, war das knapp? Geht er jetzt da runter? Naja, geht dran vorbei. Okay, cool, cool. Rucksack ist aber auch schon wieder voll. Okay, er geht jetzt hier hinten lang. Da ist halt noch der Akkuschrauber, aber ganz ehrlich, ich weiß, weil ansonsten ist da drinnen nicht. Okay, zurück, zurück, zurück. Immer schön Abstand aufbauen. Tür ist ja noch offen, das ist ja jetzt weniger das Problem. Aber wenn der hier hinten erstmal so ein bisschen rumeiert und macht und tut, weil er kann ja nur durch die Tür links oder durch die Tür hier rechts rein. Anders geht's ja gar nicht. Das ist ja schon mal der große Vorteil. So. Also, eine Maske liegt. Und drei. Die Belohnung wurde enthüllt, folge der Markierung auf der Minikarte. Okay. Konnte ich jetzt noch irgendwas aufnehmen? Männlichen Schädel. Wahnsinn. Wow. Grüß dir. Moin. Durfte ich mal hier durch? Dankeschön. Mahlzeit, Mahlzeit. So. Schleppe eher rechts. Ja, jetzt eher wieder links. Ja.
nervig, Alter. Er ist jetzt eher unten wieder im Haus. Wir müssen... Spielen wir jetzt... Ah, jetzt ist er wieder rausgegangen. Ist halt die Frage, ist das jetzt draußen oder ist das drinne? Okay, er ist jetzt hinten. Er hat mich nicht gekriegt. Jetzt ist nur die Frage, ob die Belohnung noch aktiv ist, wenn wir wieder dorthin kommen. Es wäre eigentlich ganz angenehm, um early zu sein. Aber sie wurde ja enthüllt, also müsste das ja eigentlich soweit auch funktionieren. Schauen wir mal. Der ist ja natürlich, ich dachte, der wäre irgendwo vorne raus, links raus, bla, ist ja manchmal von den Geräuschen her. Gar nicht so einfach. Aber nee, wie es mir ausschaut, nett. Nee, die Belohnung ist wieder inaktiv. Richtig nervig. Aber ich habe den Schlüssel. Ist halt die Frage, sind die Masken noch da? Ne, die Masken sind natürlich auch nicht mehr hier. Oh, Leute. Ich hätte sie einpacken sollen, wa? Ist natürlich doof. Ah, da brauchen wir nochmal drei Masken, aber vielleicht die spawnen die auch alle wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob hier überhaupt was drin ist. Okay, jetzt wandern. Da mache ich mir jetzt weniger Gedanken hier drum. Ich glaube, wir können uns ja relativ frei bewegen. Aber ne, hier sind die Masken jetzt auch nicht mehr. Kamera. Tablets. Akkuschrauber, Tischuhr, Halloween-Kürbis, Holzsack, Holzsack. Ist natürlich doof. Ja, kriegt man das jetzt wieder am blödesten hin? Warte mal, kann ich? Also ja, vermutlich. Laden. Autoladen. Ja gut, aber das ist ja die automatische Speicherung. Ich glaube, da habe ich die ja schon beim Rausgehen verloren. Glaube ich zumindest. Das Einzige, was ich nochmal versuchen könnte, ich glaube, das machen wir jetzt so auch, weil ansonsten bringt das nichts. Ich lade das ja nochmal neu. Weil das habe ich normalerweise, dann hätte sie dann, ne? Aber so ist das eher blöd, muss man ja dazu sagen. So ist es eher blöd. Deswegen gehen wir hier nochmal von vorne. Nutzen hier das Ganze nochmal. Und machen hier Let's Go. Weil jetzt haben wir zwar, ne, jetzt haben wir auch den Vorteil, wir wissen, wo es ist. Durch den Schlüssel an sich selber brauche ich jetzt auch nicht. Also durch das Wissen des Schlüssels. Brauche ich jetzt auch nicht in den Keller da rein. Oh, da geht nämlich jetzt hier vorne rein.
Wahnsinn, ein Halloween-Chaos. Eine habe ich dabei, die eine andere lag ja dort. Hier haben wir jetzt Nummer 2. Also ich könnte mir die jetzt hier unten theoretisch gesehen noch holen, aber durch den Schlüssel 2, 3. Also hier habe ich jetzt 1, 2, oh, Vorsicht. Warte mal, wenn ich jetzt hier diese Zacke, jetzt ist er wieder auf jeden Fall hier hinten, ne? Und zack, ist er weg. No. Genau, hier ist der Schlüssel. Hier lag die Kohle. So, warte mal, ich habe jetzt wie viel einstecken? Ich habe jetzt 2. Dann habe ich da oben die 3. Also in dem Büro von denen. Ne? Auch der Teufel hat ein Büro. Und die 3 kriegen wir jetzt aus der Truhe. Also die 4 kriegen wir aus der Truhe. Oder die 3 aus der Truhe, die 4 aus dem Büro, fertig. Ne? Na klar. Der rennt, ist halt nur die Frage, wo er halt gerade rennt. Links, rechts, in der Mitte. Hier um. Ah ja, da ist er. Warten wir mal kurz. Wo er hinmacht. Wenn er nach da. Ja, er macht nach da. Sehr gut. Sofern er sich jetzt nicht nochmal umentscheiden sollte. Aber dann hat er jetzt hier erstmal keine Chance, weil hier ist keine Anbindung. Er könnte lediglich reingehen. Wäre suboptimal. Aber ansonsten. War jetzt auch nicht gerade leise zugegebenermaßen. Aber egal. Hier nach oben kommt er ja scheinbar nicht. Oh, hier ist die zweite Maske. Und dann hat sich das nämlich. So. Nebenbei hier noch ein Bild Zeug mitnehmen. Ist ja jetzt auch nicht mehr da. So, hier können wir nämlich den Tresor nochmal öffnen. Und. Also Schatzschatullen, Blödsinn und alles. Und nehmen wir hier noch ein bisschen Geld mit. Also 60. Hm. Könnte sich aber am Anfang einfach mal die Zahlen merken, so schneller wäre es dann, aber ich weiß nicht, ob das jedes Mal random hier ist, aber habe ich jetzt noch nie drauf geachtet. Ja, 60, 25, 41. Ja, schön. So, dann nehmen wir hier das Geld mit. Okay, er ist drin. Nehme ich jetzt mal wieder mit. Da warten wir mal kurz, bis er sich hier gegebenenfalls wieder rausbewegt und vor allen Dingen, wie er sich rausbewegt. Es hört sich an, als würde er hinterm Haus sein. Nein. Okay, aber wo er jetzt genau ist, links oder rechts, das ist ja die Frage. Wir warten mal kurz. Weil hier sehe ich nämlich auch nicht. Moin. Wäre schön, wenn ihr nicht im Weg rumstehen würdet, Mädels. Oder Jungs oder divers. Je nachdem.
Wie kam er jetzt hinter mich? Mal so blöd die Frage gestellt. Hä? Macht keinen Sinn. Okay, hab ich jetzt beutetechnisch gesehen? Ich hab nur eine Maske. Okay, cool. Na, dann machen wir das jetzt hier mal ein bisschen spektakulärer, beziehungsweise ja nicht mehr so auf Sneaky-Peaky-Basis. Da haben wir noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber ja, scheinbar auch. Nervig, der Kleine. Nervig, der Kleine. Aber krieg mal hin. Ich glaube, ich hau nicht ab, das bringt nichts. Weil das dauert länger, wie das Respawn. Vom Dings her gesehen. Deswegen machen wir das mal auf der Ebene hier. Das kann ja nicht so schwer sein, den Typen zu umlatschen. So, da kam jetzt aus dem Haus raus. Und läuft da hinten lang. Okay. Das heißt, wir latschen jetzt dementsprechend einfach in der anderen. Sieht er uns so, wenn ich so laufe? Na. Okay, er geht nach da hinten. Cool. Aber hier ist ja wieder kein Eingang. Aber wir haben schon mal zwei Masken. Und die anderen zwei holen wir uns ja jetzt dadurch wieder. Das ist ja eigentlich alles easy. So, da ist er. Hier alles rumliegt. Okay. Er ist jetzt also so gesehen auf der rechten Seite. Und hier ist das Altar, wo der Scheiß spawnt. So. Heute ist einmal die Tür hier zu. Das freut mich. So. Schmuckschatulle hier noch mitnehmen. Mensch, jetzt gar. Das vierte Mal ist ja das Zeug schon lesen. Hammern das hier. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Kann ich jetzt hier mal so kurzerhand zwischenspeichern? Ne. Das untersagt er uns leider Gottes. Innerhalb des heißt. Ganz einfach. Man hört halt auch nicht, ist er drinne, ist er draußen. Das ist immer so ein bisschen die Problematik an der Problematik. Von der Lautstärke her könnte er drinne sein. Ich glaube, jetzt ist er gerade draußen vorne. Deswegen versuche ich es jetzt mal hier durch. Zur Not können wir jetzt hier wegrennen. Und hätten die Masken safe. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, weil da haben wir ja
die gleiche Problematik wie gerade eben wieder. Wir müssten ja wieder ins Haus rein. Deswegen ziehen wir uns jetzt hier langsam erstmal zurück. Beobachten. Okay, er rennt wieder wie ein Bekloppter. Nein. Das ist aber okay. Das ist fein, könnte man auch sagen. Das ist fein. Und wir müssen jetzt zu diesen roten Dingen. Und dadurch müssten wir ja noch irgendwie ein bisschen in der Übersicht haben, wo er jetzt als nächstes hin macht. Okay, er kommt da raus. Und zieht nach hinten weg, sehe ich das richtig? So, was haben wir denn hier? Eine verwunschte Puppe. Okay. Das ist jetzt unsere Belohnung. Na ja, gut. Ich glaube, damit haben wir hier erstmal die Hauptsache erledigt. Mehr wollte ich ja auch erstmal gar nicht. Den Rest können wir uns dann von mir so später noch angucken. Beziehungsweise so Hidden Run mäßig. Eieieiei. So, jetzt habe ich so eine komische Puppe. Beute. Wert? Ja, Wert ist ein Fragezeichen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was mache ich jetzt mit der... Ist die hier... $1000 bringen die uns gerade mal. Okay. $250 XP, aber na gut. Oh, die Kamera ist ready. Eine alte Tischuhr. Okay, die könnten wir auf jeden Fall noch holen. Das bringt noch 2000. Ja, diese Kaffeemaschinenkacke ist ja eh egal. Okay. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Aber so hart war, hat sich das jetzt nicht gelohnt. Vielleicht habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Man weiß es ja nicht. Aber gerade hier... Also eine Beute habe ich. Das ist die verwunschene Puppe. Dann habe ich hier dieses komische Brett. Und hier noch irgendwie ein Karton. Also wir haben, was das Dings angeht, auf jeden Fall noch nicht alles rausgeholt. Ja. Es ist aber halt auch die große Frage, wo soll das ganze Gelümpe sein? Jetzt kommt er natürlich wieder hier ran. Hier eh nicht. Dann können wir das nämlich auch mal ein bisschen schneller machen. Also die Uhr werde ich ja größtenteils noch drinne finden. Da hat damit ja nichts zu tun. Wir könnten im Keller mal gucken, aber... Das ist jetzt so, oder in der komischen Laube, ha? Also, nicht Laube, aber ihr wisst, was ich meine. Hier ist wieder ein Schlüssel. Habe ich den nicht schon? Okay, das ist jetzt dort. Hier ist der Akkuschrauber. Das ist jetzt aber auch nicht so das, wo ich sagen würde. Mehr ist ja aber hier auch nicht, ne? Ah, bis auf den Akkuschrauber. Und hier ein rotes Licht. Wahnsinn. Es leuchtet rot. Okay, dann macht jetzt hier lang. Ist jetzt hier drinnen nicht. Wie gesagt, ich kann in den Keller rein. Mache ich jetzt so einfach mal. Weil dieser Holzsack hier, ja, 10 Kilo, 50 Öcken, hier zum Transportierungsgedöns da und alles, ne? Alles schick schön. Aber nee. Nehme ich jetzt nicht mit. Dann hast du
Hier halt die Schädel. Habe ich jetzt mehr als genug. Ja, wenn du unten bist, hörst du es halt. Aber, ja, da ist nur eine Maske drin. Wir müssen, wenn schon, nach oben. Hier ist nichts mehr. Warte mal, hier ist angeblich auch noch irgendwas zum Auskramen. Stehe ich ja angeblich drauf. Ich wüsste nur gern mal wo. Ich sehe hier nicht. Ah, da. Hier. Wahnsinn! Eine Holztruhe. Ein Holzsack. Danke. Danke, danke. Hier ist ja noch dieses X, aber wie gesagt, bis auf. Ich habe es geschafft, einen Schlüssel in der Nähe des Eingangs zu finden. Keine Ahnung, wofür er ist. Ich schaffe es hier. Ja, gut. Ich kann den Schlüssel nehmen, da habe ich schon halt zweimal. Aber ansonsten ist jetzt hier truhentechnisch gesehen auch nichts weiter. An den X und an den anderen X waren wir ja auch schon. Holzsack, ist richtig. Oder was liegt hier noch? Schwarze, ja, so eine schwarze Brieftasche, Wahnsinn. Was soll das sein? Wird mir nicht mehr angezeigt. Also ich brauche noch eine antike Uhr. Und irgendein großes Paket ja noch. Was ist das? Super TV 3. Ach, das ist das, was ich hinten noch drauf liegen hab. Lell. Ich kann sagen, das liegt ein bisschen außerhalb des Ding, ne? Na gut. Gehen wir halt nochmal rein. Aber. Oder warte mal kurz, was der jetzt hier macht. Er geht natürlich wieder Richtung Eingang. Natürlich geht er Richtung Eingang. Zack, geht er rein. Geht er rein, kommt er raus. Also wir können das ja mal kurzerhand nutzen. Wir haben da oben einen Halloween-Kürbis. Wir haben eine Großvaters-Uhr. Ich habe eine alte Tischuhr, die wollen wir jetzt noch mitnehmen. Da unten ist ein Halloween-Kürbis und die zwei Holzsäge. Dann habe ich noch ein Radio. Ich habe einen Synthesizer da drin und den guten Beamer. Ja, soweit, so normal. So weit waren wir ja auch schon. Aber irgendwie eine Box mit zwei Pfeilen nach oben. Also eine Art, man könnte schon was sagen, Paket. Habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Aber soweit reicht mein Fernglasgedöns auch nicht. Davon mal abgesehen. Aber so viele Gegenstände sind hier prinzipiell nicht mehr. Ich frage mich immer, warum ich ja nur eine Tür und nicht beide öffnen kann. Naja. Okay, das ist die alte Tischuhr, die wir jetzt noch gebraucht haben. Das ist der Beamer. Hier ist noch ein Radio. Hier ist ein Synthesizer. Synthesizer, oder wie man so mal ausspricht. So, mal kurz hier noch ein bisschen mehr Kraft aktiviert. So, wenn Sie es schaffen, die vier Spukmasten zu finden, die oben im Diagramm, dann können Sie ein großes. Also, 1000 Euro war jetzt für mich nicht groß. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Aber hier hat sich's jetzt. Läuft gerade hinten rum lang. Weil da ist noch eine Tischuhr und hier und da und tralala. Moin. Hier ist ja nur ein Bad. Hier ist das Ding. Ich meine, hier ist die Uhr. Wie gesagt, das ist mein Fernseher. Hier ist der Tresor. In den scheint aber auch nichts mehr drin zu sein. Gut, den haben wir jetzt schon 10 Millionen mal leer gemacht. Hier ist nichts mehr. Diese 6666, die sind hier immer noch. War das nicht gerade irgendwas? Achso, dieser Kerzenständer, ey, Wahnsinn. Noch die Schmuckschatulle, Wahnsinn, brauche ich aber ohne mehr, die haben wir ja auch mittlerweile 10 Millionen mal. Genauso wie der Schädel und alles, hier ist ja nichts mehr. Was ist, wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal ablege? Also, habe ich die überhaupt noch? Ja, hier. 1, 2, 3, 4. So, jetzt kommen die Puppen zum Beispiel auch nicht mehr und hier steht jetzt auch nichts mehr da, bla bla bla. Also ich habe auch keine Markierung mehr in dem Sinne. Ah doch, die Puppen kommen nochmal. Moin, kannst du bitte mal hier, och Leute, danke, moin, könnte ich mal, dürfte ich mal bitte, hallo, gehst, och. So. Aber hier ist jetzt definitiv nicht mehr. Ich gucke jetzt nochmal. So. Ich kann ja auch hier keine separaten Dinger öffnen oder so. Das funktioniert ja alles nicht. So, ne? Also hier Schränke mäßig, bla bla bla. Nö. Also offiziell, bis auf das Gedöns hier, sind wir durch. Ne? Da ist ein Bad. Hier ist jetzt auch nichts weiter. Und so ein Gedöns, aber hier ist halt die große Standuhr. Klar, die kann ich jetzt noch mit wegwuchten, aber warum sollte ich? Tja. Na dann Abfahrt, würde ich sagen. Also auch wenn es da hinten, gut, hier hinten gibt es jetzt noch was zum Graben. Und das könnte man vielleicht noch machen. Sofern mir jetzt der Typ hier nicht auf den Sack geht. Na, da ist noch eine Grabungsstätte. Vielleicht können wir das auch ausgraben separé, weiß ich nicht. Sieht mir aber eher wie eine Kiste aus, als statt was zum Graben. Ich kann auch nach hier hinten weg auch wegfliehen. Aber habe ich das nicht geholt? Okay, das ist leer. Das ist auch nichts zum Graben. Das im Graben muss weiter vorne sein. Also hier irgendwo. Das zum Graben hat ja immer eine gewisse Erhöhung. Nur ich finde sie gerade nicht, die Erhöhung. Ist auf der Karte, ach hier. Wahnsinn, noch ein Schädel. Und jetzt hat man hier weiter vorne noch was zum Graben. Und dann sind wir aber nun mal wirklich, wirklich durch. Weil selbst hier hinten und so, da ist nichts mehr. Aber ich habe die zwei Dinger trotzdem nicht gefunden. Was sollte das? Das eine war so ein Brett, so ein Brettspiel.
Also hier dieses, hier mit diesen, bewegt sich von alleine und schreibt dann ein magisches Wort und sagt dir, dass du doof bist. Ne? Das Ding, oh, habe ich jetzt aber auch im Haus selber nicht gesehen. Also entweder können wir es auskramen, das werden wir jetzt gleich sehen. Oder und nicht. So, der Typ ist hier oben. Sieht auch, denke ich mal, nach hinten hinaus wieder weg. Mal kurz hier das. Ah, da geht wieder rein, okay. Naja, da ist das zum Graben noch. Nö, ist nur noch eine Schmuckschatulle. Das war's, Lars. Okay, na ja, gut. Lolli reicht mir. Den Rest bin ich auf die Komme. Ich glaube, vielleicht bleibt das Ding ja länger hier. Wenn sich da wirklich noch irgendwas anderes ergeben sollte, bin ich gerne auf eure Kommentare gespannt. Wie wo was und so. Aber ja, jetzt kann ich hier erstmal das antike Gedöns wegsenden. Das bringt nochmal 2000 Euro. Das war soweit gut. Hier dieses Bungee-Brett, 750. Naja, Early, also, weiß ich jetzt auch nicht. Also, 750 ist nett, aber ich habe jetzt ja mit was weiß ich wie viel gerechnet, wirst du? Das ist halt so die Sache. So, kann ich das noch irgendwie cracken hier oder so? Ah, Tablet kann ich noch Dings machen. Ja. Mal gucken, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ich werde es dann über euch erfahren. So, das alles weg hier. Die alte Tischuhr wird die immer noch gesucht. Alte Schmuckschatulle und zweimal männlicher Schädel. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr gesucht. Wir haben es ja abgegeben. Aber gut, meine Hübschen, das soll es gewesen sein. War heute mal eine längere Folge. Ne? Mal als spezielle Grande. Und so, ich hoffe, hat euch so weit gefallen. Das kann alles weg. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüdelü, tschüdela.